herzlich willkommen zurück zu Indiana Jones 2, der letzte Kreuzzug, der letzte Spielstand, die letzte Folge. Ich muss mich entschuldigen bei dem Spiel. Der Vorwurf, dass die beiden beschriebenen Kräne falsch sind, ist falsch. Der eine ist tatsächlich falsch, wie erwartet. Das ist der, wie im irischen Gedicht beschrieben. Und der andere im Celtic Scholar ist nicht der, sondern, wie man in der Unterfolge 8 auch lesen kann, von dem netten Herrn Zwergesel beschrieben, ist das der bescheidene hölzerne Becher, der Gottes Blut enthielt, mit eingeschnitzten heiligen Symbolen und leuchtend mit dem Schimmer göttlicher Gnade. Und das wäre der hier, nicht der daneben. So. Und jetzt. Indy, nimm den Gral, füll ihn mit Wasser und trinke daraus. Und dann werden wir ja sehen, ob das der richtige Gral ist oder nicht. Ist das wieder spannend? Was passiert? Was passiert? Nichts! Es ist der richtige Gral. Yay! Aber der Gral kann nicht über das große Siegel hinausgeführt werden. Das haben wir vorhin gesehen in der Eingangshalle, da wo der Vater erschossen wurde. Das ist dieser große Kreis am Boden. Dürfte man auch gleich wieder sehen. Ich bin ein bisschen froh, dass man jetzt die Rätselräume nicht wieder rückwärts durchmachen muss. Das muss man dem Spiel zugutehalten. Vielen Dank dafür. Hier genau links zu Füßen von Markus, das ist das große Siegel. Und keiner sagt, frag lieber nicht. Der Donovan ist wohl hinterher und dem ist das gleiche passiert wie Indy beim letzten Mal, als ich durch wollte. Der wurde geköpft von den Kreissägen. Und hoffentlich ist der Vater jetzt mit dem richtigen Gral wieder gerettet. Ja, sehr schön. Der Vater lebt wieder. Großartig. Juhu! Der Gral. Du hast es geschafft, Junior. Ja. Nein, du hast es geschafft. Ich bin nur deinem Tagebuch gefolgt. Oh. Und der dritte Ritter, ja, der lebt noch. Und wenn man ihm den Gral wiederbringt, dann kann er sogar noch weiterhin leben. Andererseits kann man den Gral eh nicht raustun. Über das Siegel hinaus. Naja, sagt er. Vielleicht sagt er das ja nur. Damit er weiterhin leben kann. Wer weiß. Ach, da kommt er ja. Denke an den Preis der Unsterblichkeit. Der Gral darf nicht am großen Siegel vorbeigeführt werden. Was, Elsa? Frau Schneider? Nein! Was tust du da? Uns? Du meinst dich? Sie will den Gral für sich. Na gut. Mal schauen, was passiert. Die geht gemütlich von der Spalte runter, während sie entsteht. Wow. Oh, das ist ja ungeschickt. Jetzt ist die Frau Schneider weg. Und der Gral auch. Verdammt. Netter Abgang, ja. Süffiger Abgang. Zerbrochenes Siegel, mal anschauen. Ist da noch irgendwas? Ja, ne? Noch ein anderer. Oh, da liegt ja doch der Gral, aber die Elsa ist weg. Davon keine Spur. Es gibt den Tempel, es gibt den Gral. Ja, ich denke, das Tagebuch danach werfen ist jetzt reichlich sinnlos. Einfach so nehmen wird wohl nicht klappen, genau, er kommt nicht ran. Aber dafür hat er bestimmt eine Peitsche. Jaha. Die Peitsche ist doch seine Ikone sozusagen. Also Indiana Jones kennt man ja nur mit Peitsche. Wie oft hat er die jetzt eigentlich benutzt in diesem Spiel? Mal überlegen. An der Uni? Nee, an der Uni nicht. In Venedig hat er sie benutzt, um den Haken von unten runterzuziehen, um das Wasserbecken leerlaufen zu lassen. Er hat die Peitsche benutzt in Schloss Brunwald, um sich außen an das Spalier zu schwingen. Und hier. Also ganze dreimal im ganzen Spiel. Wow. Ich könnte jetzt rausgehen, aber ich fürchte, dann passiert mit Indy das gleiche wie mit Elsa. Deswegen wähle ich einfach mal die edle Variante und gebe dem Ritter seinen Gral zurück. Ich meine, seine erste Drohung, also seine Drohung ist ja schon einmal wahr geworden, dass der Gral nicht vorbei kann. Ja, und er hat eine große Aufgabe vor sich, nämlich den Gral weiterhin zu bewachen. Nein, von wegen, aufräumen, wo habe ich den Besen hingetan? Schön.
Ja, und damit wäre dieser Tempel abgehakt. Und das Spiel nenn mich nicht Junior. Das ist sein Name. Henry Jones Junior, richtig. Und der andere ist Henry Jones Senior. Der Hund heißt Indiana. Katze von Markus' Vater hieß auch Markus. So ein Zufall. Beginnt ein Tagebuch über die Geburtstafeln von Moses. Oh je. Markus, das ist nicht die falsche Richtung? Ja, das war die falsche Richtung. So ein zerstreuter Professor. So, gut. Yay! Spiel geschafft. Mit 386 Punkten und 396 in der Serie die Punkte. Ein bisschen nachgelesen. In der Komplettlösung, die mir eine falsche Generalbeschreibung gegeben hat. Diese Punkte sind IQ-Punkte. Man kriegt für. Was, die nennen sie IQ-Punkte. Es gibt irgendwie 800, glaube ich. Und man sammelt einmal die Episodenpunkte und die Serienpunkte. Die Serienpunkte sind quasi alle seit Anfang an und die Episodenpunkte sind die, die man im Prinzip durchgehend geschafft hat. Also man kriegt die Punkte für Lösungen von Quests und wenn es dann mehrere Möglichkeiten gibt, kriegt man für jede einzelne Möglichkeit Punkte. Wenn ich jetzt hergehe und ein Rätsel auf eine Art löse, aber nicht speichere, sondern wieder davor lag und es dann auf eine andere Art löse, dann kriege ich beide Punkte gut geschrieben auf die Episode, aber auf die Serie halt nur das, was es quasi letzten Endes durchgeschafft hat durch den Spielstand. Ja. Und 396, also knapp 400 von 800, das heißt rund die Hälfte. Also schätze ich mal, wir haben jetzt die Hälfte vom Spiel gesehen. Ja. Damit klinke ich mich aus und zeige euch noch ein bisschen den Abspann. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren, für die Empfehlung des Spiels. Auch wenn ich zwischendurch ziemlich frustriert war. Bis zum nächsten Mal. Thank you.